Frage, warum ist das hier braun? Das ist eine Nasendusche. Das ist doch keine Analdusche! Wie? Was haben Sie damit gemacht? Hey Freunde, was geht ab? Ich drehe heute wieder einen kleinen Vlog für euch, auch hinter den Kulissen. Ich treffe mich nachher mit Safe und da will ich euch mitnehmen, wie es sozusagen bei uns im Büro abgeht, wenn wir die Videos drehen. Bevor ich jetzt allerdings mich mit Safe treffe, muss ich erstmal einen kleinen Spätdienst machen. Darunter sind natürlich auch Thorsten und die liebe Lotti dabei. Deswegen arbeite ich jetzt erstmal und treffe mich dann nachher mit Safe, Freunde. Dann bis später. So, Freunde, jetzt bin ich ja mitten im Spätdienst, habe ich euch vorhin erzählt. Bin bei Lotti. Ja. Ich muss euch eins sagen, wir haben jetzt geplant, das wird aber im nächsten Video dann stattfinden. Wir machen endlich ein Kochvideo. Ja. Ein Kochvideo. Was kochen wir? Frikadellen. Frikadellen. Ich werde das auf jeden Fall separat aufnehmen. Ja. Das wird lustig. Ja. Wir haben uns aufgeteilt. Ich besorge Rinderhack. Zwiebel hast du schon hier. Zwiebel habe ich genug. Genau. Aber das erzählen wir in dem anderen Kochvideo. Ich gehe jetzt weiter, habe noch ein paar Patienten und dann treffe ich mich mit Safe. Habe ich euch vorhin schon erwähnt. Wir sehen uns dann morgen. Ja. Alles klar. Ciao, Freunde. So, Freunde, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Thorsten. Er ist jetzt der letzte Patient. Und dann geht's ins Büro. Und dann treffe ich mich mit Safe, Freunde. Bei dem Treffen mit Safe läuft irgendwie alles immer spontan ab. Ich habe mir aber ein paar Ideen aufgeschrieben, was ich so drehen möchte, Thema Pflege. Aber so mittlerweile, Freunde, ist es irgendwie echt schwierig, immer neue Themen aufzufinden und dann irgendwie passend zur Pflege immer was zu drehen. Hey Thorsten, ich bin's. Habibi! Ich bin jetzt bei Thorsten angekommen. Was geht ab, Habibi? Ich bin gerade hier wieder mit meiner Kamera unterwegs. Da ist der liebe Thorsten. Hey Thorsten, viele haben echt gefragt, wo steckt der Thorsten? Man hört nichts mehr von ihm. Nö. Aber geht's dir gut? Ja, so weit ja. Schaut mal, er hat sich wieder die Haare wachsen lassen. Nee, ja, ein bisschen, aber ganz so doll wachsen nicht mehr. Glaube ich nicht, dass ich das mal so. Also ein volles Hack kriegst du auf jeden Fall nicht mehr. Thorsten, ich habe überlegt, ich habe ja mit einer anderen Patientin eine Fragerunde gemacht. Die Leute auf TikTok und Instagram haben Fragen gestellt und die hat dir spontan beantwortet. Hättest du auch Lust auf so eine Fragerunde? Was soll ich mir beantworten? Die stellen dir irgendwelche Fragen, zum Beispiel, was ist dein Lieblingsessen? Oh, nee, ich hab auch noch. Ja, das ist schon mein Ding. Blöd alles. Freunde, ich werde auf jeden Fall versuchen, Thorsten zu überzeugen. Wenigstens eine Fragerunde. Das dauert vielleicht nur 5 bis 10 Minuten. Wieso, was soll ich denn da sagen? Ich stelle dir so Fragen, zum Beispiel, was für eine Sportart machst du gerne, damit die Leute dich besser kennenlernen. Die kennen mich ja gar nicht. Wie, die lernen dich dann kennen. Ach so. Also bist du dabei? Ja. Ehrlich? Ja. Freunde, das ist jetzt ein Beweis. Thorsten hat ja gesagt. Na, sag mal wenigstens tschüss zu den Leuten. Ja, tschüss. Ciao, Freunde. Also, Fragerunde mit Thorsten wird auf jeden Fall gestartet. Stopp. Aber nur nette Fragen, oder? Ja. Ja. Alles klar. Ich muss weiter, Freunde. Freunde, ich bin jetzt gerade in Bergedorf angekommen. Und der gute Herr hier weiß nicht, dass ich einen Vlog drehe. Du bist heute in meinem Vlog mit dabei. Ich habe auch was Schönes mitgebracht. Guck mal. Ein Ranzen. Nein. Siehst du das nicht? Was ist das hier? Ja. Was ist das denn? Das ist eine Nasendusche, die fälschlicherweise als Analdusche benutzt wurde. Aber nur im Video fiktiv, ne? Also nicht in echt. Ich sage Homeoffice Part 4. Ja. So, Freunde, da ich immer nie Zeit habe, mir Essen zu machen, beziehungsweise zu Hause immer zu essen, mache ich mir immer so eine fette Portion für unterwegs. Und das esse ich jetzt auf. Und dann drehe ich gleich mit Safe durch. Safe ist gerade auf Toilette gegangen, deshalb gönne ich mir jetzt mein Essen.
Viele fragen sich, haben wir überhaupt eine Struktur? Wie drehen wir überhaupt unsere Videos? Und ehrlich gesagt, setzen wir uns meistens immer für eine halbe Stunde hin. Höchstens. Sonst eine Stunde. Quatschen viel. Lassen so die Zeit zusammen vertreiben. Und größtenteils werden unsere Videos spontan produziert, Freunde. Aus eigenen Erfahrungen, was wir sozusagen in unserer Berufskarriere sozusagen erlebt und gesammelt haben. Für die Leute, die gerne jetzt wissen wollen, was ich gerade esse. Ich esse Reishähnchen und Brokkoli. Ich bin aktuell auf Diät. Ich habe etwas zugenommen und die Funde will ich wieder loswerden. Safe, lebst du noch? Die Freunde wollen dein schönes Gesicht sehen. In meinem Vlog. Ich dachte, wir gehen einkaufen. Safe, willst du was von dieser Abteilung haben? Bruder, ich frag mich gerade, warum haben die hier Wolfsfutter? Die haben hier Wolfsfutter. Du bist ein böser Wolf. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal zusammensetzen. Bruder, bist du motiviert? Ich bin motiviert, ja. Bruder, willst du noch näher in meine müden Augen reinzoomen? Hey Freunde, wir werden jetzt versuchen, euch ein paar Einblicke hinter den Kulissen zu verschaffen, wie es so bei uns abläuft, wenn wir die Videos drehen, ob wir strukturiert sind oder nicht. Meistens sind wir eigentlich damit gut durchgekommen, Freunde. Also bleibt gespannt und ich hoffe, euch gefällt das hier. Frau Möller, Ihre Nachbarn! Frau Möller, geht's Ihnen gut? Ich rufe den AVD! Nein, nicht die AfD! Den Arzt vom Dienstmann! Mein Gott, Frau Möller, das ist doch ein ganz seriöser Zoom-Call. Warum benutzen Sie irgendwelche Snapchat-Filter? Jetzt sind Sie ein Hund, ich rede doch nicht mit Hunde. Drücken Sie das weg. Was schrecken Sie denn jetzt die Zunge? Oder willst du das nicht ein bisschen leiser machen? So, Uwe, streng dich an. Nimm die Banane in die Hand und dann... Das ist für die Schulter, genau. Und jetzt Bizepskurs, komm! Ja, Uwe! Komm, Frau Möller auch, let's go! Beckenbodentraining kommt gleich, für den Urin! Siegbert, ich krieg Aggression. Das hier ist eine Apple Watch, was ich dir per Post zugeschickt habe. Das ist ein Notrufarmband, wenn du am Boden liegst. Aber du hast dir eine Pizza bestellt und dann habe ich einen Anruf von Lieferando bekommen! Dass du da auf deinem Boden eingestuhlt liegst. Dein Pizza verraten, Schock. Wie stehe ich denn jetzt da? Ja, Pfleger Safe hier im Homeoffice. Was kann ich für Sie tun? Herr Möller, Sie haben unser Paket erhalten. Ja? Dann packen Sie doch mal das Gerät aus und dann starten wir mit dem Tutorial. Sie haben das schon ausgepackt? Eine Frage. Warum ist das hier braun? Das ist eine Nasendusche. Das ist doch keine Analdusche! Wie? Was haben Sie damit gemacht? Sie sollen sich doch nicht den Hintern damit spülen! Das ist für die Nase, wenn Sie erkältet sind! Und jetzt alle! Lippenbremse! Stopp, stopp, stopp! Herr Möller, warum sind Ihre Augen so rot? Was verstehen Sie unter Atemübungen? Sie sind doch kein Cannabis-Patient! Legen Sie das Grünzeug weg, aber ganz schnell! Haben Sie was mit dem Dog erwähnt? Und 1, 2, 3, Lippenbremse! Bei wem hör ich? Scheiße, Digga. Und 1, 2, 3! Lippenbremse! Snoop Dobby Dog? Scheiße, warte nochmal. Und 1, 2, 3! Lippenbremse! Moment mal! Snoop Dobby! Digga, warum verspreche ich mich immer? Egal, ich mach's. 1, 2, 3! Lippenbremse!
Füße. Pff, keine Wahlgeräusche machen. Ja, Moment. Snoop Dobby da. Digga, ich kann das nicht aussprechen! Snoop Dobby Dog? Oh, mir wird warm, okay. Mach mal neue Aufnahme. Und eins, zwei, drei, Musa! Lippenbremse! Keine Wahlgeräusche! Moment mal, Snoop Doggy Dog? Bei wem höre ich das da? Herr Müller, ich hab Sie erwischt! Sie sind kein Cannabis-Patient! Warum sind Ihre Augen so rot? Hä? So, Leute, ich bin jetzt in Maximilian. Wozu habe ich eine Weiterbildung zum Wundmanager gemacht? Ich will die Wunden riechen. Ich will sie spüren. Wunden sind das Geilste überhaupt, Mann. Bitte was? Oh, Herr Müller, alles gut? Also, es ist hilfreich, wenn Sie jetzt mal aufstehen würden. Ich muss Ihre Wunde am Gesäß sehen, ja? Bitte einmal umdrehen und die Backen auseinanderpressen. Aber ich möchte nicht ins Internet gestellt werden. Es gibt ja heute Onlyfans. Glauben Sie mir, sie will da keiner sehen. Nein, alles gut. Rechte Maustaste abspeichern. Sehr gut. So? Du guckst mir ins Gesicht. So, Schüler, hat da noch jemand eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Wann sehen wir denn endlich richtige Patienten? Sie sind nicht umsonst im Homeoffice geschult worden. Also wenn Sie mal wirklich Patienten sehen wollen, dann gehen Sie mal zu Ihrer Mutter ins Schlafzimmer. Da können Sie mal Zellulite von Schwangerschaftsstreifen unterscheiden. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. War das gut? Ist gut? Ja, der Volkan, hi. Was haben Sie denn für Qualifikationen mitgebracht, um jetzt bei uns in der Pflege zu arbeiten? Also berufstechnisch hatte ich viel mit Opiaten auf der Straße zu tun gehabt. Das klingt doch super. Was gibt's da noch so bei ihm? Ich bin gelernter Maurer. Oh, das trifft sich gut. Dann können Sie hier den Lifter spielen. Den einen oder anderen Zentner haben wir auch hier im Bett liegen. So, Freunde, jetzt ist es aktuell 23 Uhr. Wir sitzen immer noch hier dran. Wir wollen noch jetzt die letzten Videos drehen und dann habe ich morgen auf jeden Fall Frühdienst. Das heißt, ich muss so um 5, 6 Uhr aufstehen. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe Urlaub. 2 Wochen. Dein Ernst? Ja. Ich muss arbeiten, Freunde. Ja! Ich bin eine Spinne! Ich bestäube dich! Ich besteige dich? Bestäube! 5 Fragen, 5 Antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was machst du beruflich? Ich bin Altenpfleger und betreibe seit 2 Jahren meinen eigenen Pflegedienst in Hamburg-Bergedorf. Wie bist du in die Pflege gekommen? Tatsächlich hatte ich mit 16 meinen Schulabschluss gemacht, also meinen Realschulabschluss, der ziemlich schlecht war und ich hatte Probleme gehabt, einen Ausbildungsplatz zu finden. Bin dann durch einen Nachbarn in die Pflege reingerutscht, durch ein Praktikum. Warum hast du dich selbstständig gemacht? Ich habe viel, sehr viel Unsinniges erlebt. Ich wurde ungerecht behandelt auf der Arbeit und dann habe ich mich entschlossen, es besser zu machen. Wovor ekelst du dich am meisten auf der Arbeit? Also mein allergrößter Endgegner ist tatsächlich Erbrochenes. Und ich kann euch einen Vorfall erzählen. Nochmal bitte. Wovor ekelst du dich am meisten auf der Arbeit? Mein allergrößter Endgegner ist tatsächlich das Erbrochene vom Patienten. Ich hatte einen schlimmen Vorfall gehabt, wo ein Patient erbrochen hatte. Und ich wollte halt als Macho da rübergehen und das Erbrochene wegwischen und habe dann selber auf das Erbrochene erbrochen. Hast du Freundschaften mit Patienten geschlossen? Tatsächlich, auch wenn ich es nicht erwartet habe, habe ich wirklich ziemlich starke Freundschaften geschlossen, wie zum Beispiel mit der Oma Lotti, mit dem Thorsten, mit dem Heiko und auch mit dem Erwin. Das seht ihr in meinen Social Media Kanälen auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube. Da heiße ich Pflegeblutsmile. So, Freunde, wir haben jetzt gleich 12:30 nachts. Wir sind jetzt durch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss in knapp 4 Stunden aufstehen zum Frühdienst. Ich kann auch schlafen, ich habe Urlaub. Du Penner. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat jetzt dieser kleine Einblick hinter den Kulissen gefallen. Falls ihr mehr solche Einblicke sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren.
folgt dem lieben Herrn hier auch auf seinen Social Media Kanälen. Ich werde das unten, ich weiß nicht, wie das heißt, seine Kanäle verlinken. Danke. Was sind deine Schlussworte? Es ist länger geworden als gedacht. Wir nehmen uns immer Zeit und denken, ja, okay, dann und dann gehen wir nach Hause. Wir wollten eigentlich wann Schluss machen? Um 11:30, ne? 11:30. Ja, war wohl nichts. War wohl nichts, Freunde. Also, wir wollen Geld verdienen, Freunde. Also, like, teilt und kommentiert. Ciao.